Hallo Leute, willkommen zurück hier zur Epilog-Folge von Assassin's Creed Valhalla, bevor die DLCs losgehen. Genau, ich habe euch schon davor geschnitten, was wir mit den letzten Schatzkarten gemacht haben, wo man die finden kann, dass wir jetzt alle haben. Wir haben zwar immer noch zwei in unserer Tasche. Oxenaforge hier haben wir gesammelt, hat nur immer noch nicht funktioniert. Die Karte geht nicht weg und Jovovic Shear war bei diesem Typen, bei diesem einen Dränger, der seine Waffen wechselt, haben wir auch gesammelt, geht auch einfach nicht weg. Ich bin sogar extra nochmal dahin gegangen, um das ganze Zeug zu sammeln und zu prüfen, ob es vielleicht jetzt weggeht mit dem neuesten Update, aber Pustekuchen. Genau. Und Thor's Hammer haben wir jetzt auch. Wie ihr möglicherweise schon gesehen habt, hier haben wir Mjölnir. Genau, jeder Treffer hat die Chance, allen Gegnern in der Nähe Betäubungsschaden zuzufügen. Könnte ganz geil sein, aber ich sehe mich ehrlich gesagt nicht Hammer schwingen. Naja, und dann habe ich hier noch ein bisschen verbessert, sodass wir das hier jetzt alles auf der vollsten Stufe haben. Hier drüben hängen wir noch ein bisschen hinterher, aber das ist ja eigentlich auch wurscht. Das machen wir so nach und nach, wenn wir mal wieder ein bisschen Eisen haben. Was wir heute machen wollten, fernab von den Sachen, die ich jetzt schon vorn dran geschnitten habe, das ist, genau, der Flussraubzug an der Echse. Wenn du Bündnisbedenken hast, keine Sorge, unsere Raubzüge werden sie nicht belasten. Du arbeitest verdeckt auf unseren Schiffen und meidest bekannte Orte. Okay. Vangs Karte zeigt ferne den Jomsvikingern bekannte Flüsse. Jeder Fluss birgt einzigartige Schätze, die gefunden und gesammelt werden wollen. An einem Fluss auf Raubzug zu gehen, erhöht vorübergehend den Schwierigkeitsgrad und du wirst dort beim nächsten Raubzug stärkere Befestigungen antreffen. Sorge für Abwechslung bei deinen Flussraubzügen, um den Weg des geringsten Widerstandes zu finden. Genau. Da ist zwar schwach, aber das... Oh, ein neues Buch des Wissens, okay. Seafern, der längste Fluss in ganz Mercia. Ja, aber wir haben hier noch was zu tun. Besatzung für die Flussraubzüge. Dein Flussraubschiff hat eine eigene Besatzung von den Jomsvikingern. Die können deinem oder dem Flussraubschiff zugewiesen werden, aber sie können nicht in mehreren Besatzungen gleichzeitig sein. Ah, okay. Und deswegen muss man sich Leute anheuern. Und es gibt Ränge, die Kampfkraft und so. Ja, okay, ich verstehe. Ja, habe ich verstanden. Alles hier Rang 1. Packen wir einfach mal irgendwen rein. Ja, komm. Hier. Unseren Drauge. So, haben wir noch. Die nehme ich auch mit. Das sind alles Standardleute. Der kann nicht raus. Ach so, das ist unser Kumpel. Stimmt, den habe ich ein bisschen umgebastelt. Unseren Freund. So. Dann noch den hier. Oh, der ist cool. Den lasse ich mal. So, und dann nehmen wir den. Gut, Raubzug beginnen. Let's go. Ein weiteres Mal an der Echse, um dort auch noch das letzte Ding zu sammeln und womöglich noch genügend Materialien heute zu sammeln, um die Hütte auszubauen, damit wir vielleicht auch noch mal unser Dörfchen auf Stufe 6 bringen, aber... Ich glaube nicht, dass das passiert. Vielleicht wäre es passiert, wenn man, oh, ich habe seinen Namen vergessen, aber in Schrobeschester Vili nicht zum Anführer gemacht hätte. Schrobeschester, das ergibt nicht mal Sinn. Ihr wisst, was ich meine, oder? In Snottinghamshire. Schrobeschester. Ich glaube es auch. Genau, also ich schätze mal, wenn wir Vili vielleicht dann nicht zum Anführer gemacht hätten, sondern den anderen, der sich dann mit hat verbrennen lassen, dass wir es dann möglicherweise geschafft hätten, weil wir dann wahrscheinlich ein neues Haus bekommen hätten, aber wer weiß das schon. Ist schwierig zu sagen, wenn man keine Ahnung hat. Nichts als Ruinen. Ich sollte zurückkehren, wenn es jemand wieder aufgebaut hat. Ja, das machen wir. Geplünderte Orte halten nichts Wertvolles mehr bereit, aber werden irgendwann wieder neu aufgebaut. Und Flussverteidigungsstufe. Wenn du wiederholt an demselben Fluss Raubzüge durchführst, steigt dort die Verteidigungsstufe, Sperren, Hinterhälte und Flussketten und du kannst es einsehen. Viele Verteidiger. Anscheinend wurden wir erwartet. Ja, passiert. Ne, Leute? So.
Let's go. Ja, ja. Jetzt Segel setzen! Ey! Böse. So, das auch nur eine Ruine. Aber hier drüben sind wir letztes Mal nicht lang gefahren. Deswegen werde ich das jetzt tun. Vielleicht ist auch jetzt erst ein Sinn. Oh, guck mal, da ist eine Flusskette. Bei der Verteidigungsanlage, wo wir beim letzten Mal waren, bei der Flusswacht. Guck mal, da könnte man rein theoretisch lang. Aber da ist halt diese blöde Kette im Weg. Aber das ist mir doch egal, ob das diese blöde Kette ist oder nicht. Los jetzt, Wikinger! Hüpf da mal runter. Und dann hüpft dem das Ding ins Gesicht. Moin. Hey, du Penner. Hallo? Willst du den nicht treffen oder ist das eher... Ich weiß ja auch nicht. So, wir müssen jedenfalls hier rein. Und müssen die Kette lösen. Sonst kommen wir da nicht lang. Das war's. Zurück zum Chef. Ja, das war's wirklich schon. Nicht mal kleine Sachen oder so. Gut, dann halt nicht mal kleine Sachen. Ja, Leute, macht, worauf ihr Bock habt. Wir gehen mal wieder zurück. Jetzt ist es aus. Viel Erfolg noch, ihr Banditen hier. Was machst du denn da? Ja, zurücksetzen. So, wir könnten ihn nochmal plündern, aber bringt uns halt nichts. Da drüben haben wir ein Dörfchen für Mahlzeiten. Was vielleicht gar nicht mal so schlecht wäre. Nein, da wollen wir nicht plündern. Aber wir sind gerade vollkommen ohne Mahlzeiten unterwegs. Das ist nicht so geil. Ich gebe es ja zu. Man könnte ein bisschen besser vorbereitet sein. Ich hätte das Dorf anfahren sollen. Ah, ich muss ja mal ein bisschen besser einlenken. War ein bisschen zu schnell unterwegs. Segel setzen! Segel! So, da haben wir doch was Feines. Da haben wir was ganz, ganz Feines. Vielleicht ist das hier sogar schon der Ort, an dem wir das Ding vom Abt finden können. Heute mehren wir die Raben! Moin, Leute! Vielen Dank! Hey! Auf dich zu drehen, du Penner! Oh! Das ist ja peinlich. So, hier. Schön in den Rücken. Moin! Ey! Selber verdammter Scheißhaufen! So. Bitteschön. Behalt deinen Scheißspeer. Den braucht doch keiner. Okay, überall Pfeile. Und nur von da oben kommen die guten Sachen. Moin. Hallo. Hier kommt dein Schicksal. Viel Erfolg. Da braucht jemand Hilfe. Aber derjenige braucht nur Hilfe, da irgendwo reinzukommen. Hey, hierher. Komm mal her, Drauge. Du kannst das hier schon. Du machst das öfter zusammen mit mir. So, das war was Kleines. Aber auch was Kleines will gesammelt werden. Das brennt schön vor sich hin. Ja, da oben. Das ist das Ding der Begierde. Ja, warte. Bin unterwegs. Moin. Ich brauche Hilfe. Ah ja, genau. Das ist unser Kumpel jetzt. So sieht er jetzt aus. Ich sag ja, ich habe ihn ein bisschen umgestaltet. Schnell zurück zum Schiff! Schnell zurück zum Schiff? Das war's hier? Oh ja, das war's hier schon wirklich. Habe ich nicht erwartet. Das hier haben die auch aufgemacht. Ich hätte das Ding gerne noch.
Ach, hier hinten. Ja, nett. Okay. Gut, ich glaube, das Lager ist nicht mehr so vollständig, wie es einst war. Und wir haben sogar eine Mahlzeit dazu bekommen. Wo haben wir die denn her? Moin, Kumpel. Wir können weiter. So, ich guck mal auf die Map, wo wir uns gerade befinden. Hier hinten. Ah, guck mal. Dann können wir hier hinten rumreisen. Hier haben wir noch dieses Ding. Ja, das wäre schon nicht schlecht, ne? Kann ich da vielleicht jetzt einfach hingehen? Ah, vielleicht mache ich das mal anders. So, sorry, Leute. Sorry. Muss mal gucken. Wegen der Alarmiertheit wollte ich mal eben schauen. Mehr Segel! Segel! Aber ist alles sehr entspannt. Gucken wir doch mal. Haben wir ein kleines Dörfchen? Ach, ist das nicht putzig, so ein kleines Dörfchen zu haben. Dann wollen wir das doch auch mal ausnehmen. Ja. Wir kämpfen! Ja, das tun wir. Keine Sorge. Leute? Hallo? Du hast da was im Gesicht? Hoppala. Ich darf hier doch rein, ne? Gut. Fände ich auch nicht nett, wenn ich nicht dürfte. Ja, man merkt halt, dass es die Anfangsmap ist. Ich brauche Hilfe! Weil was soll man da machen? Die können die nicht so schwierig gestalten. Das hätte man ja alles noch auf Tutorial machen können. Ich wette, die anderen sind wesentlich komplizierter. Gut, wir haben, was wir wollten. Haben zumindest die Chance, wesentlich komplizierter zu sein. Okay, dann haben wir noch ein bisschen Mahlzeit. Mahlzeit. Okay. Macht's gut, Leute. Das war's schon. Braucht nur was zu essen. Du. Hallo. Na? Grüße. So, wo führt's uns jetzt Segel hin? Hoch. Segel. Könnte sein, dass wir da gleich mal wieder ein Ding lösen müssen. Oder dass da gleich eine Barrikade kommt oder sowas. Und das Segel. Ja, sag ich doch. Segel. Da kommt die nächste Barrikade. Flop. Was hat das zu bedeuten? Das hat zu bedeuten, dass wir hier ein bisschen weiter ausholen müssen. Wenn wir nicht schnell genug sind. Aha, daneben. Was läuft falsch bei dir? Nichts läuft falsch, aber wie sollen wir da sonst durchkommen? Hör auf, mich anzumeckern. So, gibt's ja nicht. Wird man hier nur angenölt. Da will man Sachen für sein Lager holen und dann sowas. So, dafür plündere ich das hier. Den Schwein. Ja, viel Erfolg, Leute. Wer die meisten Sachsen killt, gewinnt. Darf dann eine Runde Örlök mit mir spielen. Oder gegen mich. Vielmehr. Westliche Befestigung. Ja, ich glaube, das hier könnte der Ort der Begierde sein. Hallo. Ja. Das wird er wohl... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was ist mit dir? Okay, von mir aus. Ich brech dir das Rückgrat. Oh ja, viel Spaß. Vielleicht werde ich doch nicht so unbedingt das große Sachsenschlachten gewinnen. So, braucht ihr jemand? Also, sorry, ja. Hey! Okay. Da haben wir was. Ja, viel Erfolg, ne? Oh. Hey, ich habe meinen eigenen Blut getroffen. Oh, Gockel. Kampfgockel.
Okay, Kampfgockel beseitigt. Gut. So, wo ist das Ding jetzt? Da drin ist was. Dann machen wir es doch einfach mal auf. Und wir kriegen ausländische Güter. Wieso sind die eigentlich ausländisch? Wir bleiben doch gerade... Ja, also gerade bleiben wir zumindest doch alle in Engleland. Sorry. Warum man da rein soll, ist mir auch schleierhaft, wenn es da drin nichts gibt. Ja. Bist du denn hier schon rangekommen? Mehr ausländische Güter? Und das war's auch schon. Traurig. Da haben wir wahrscheinlich ein Schlüsselchen. Ja, sehr gut. Okay. Haben wir sonst wirklich nichts? Da oben haben wir doch noch was drin. Gerade hier. Nicht mehr willkommen? War ich hier jemals willkommen? Das wäre mir neu. Oh. Auch nur eine kleine. Da ist noch was, aber... Ist mir echt einer dahergekommen? Nee, einer von uns. Da unten drin. An? Das ist eine sehr gute Frage, oder? Wie man an die Kiste kommt. Wir sind hier fertig. Zurück zum Schiff. Ja, wir sind hier zwar fertig, aber ich will noch an die Kiste. Und ich weiß nicht, wie man da rankommt. Das ist kompliziert. Leute, wisst ihr, wie man da rankommt? Ich habe echt keine Ahnung. Ist hier irgendwie ein Eingang oder sowas? Nee. Kein Eingang. Kein gar nichts. Doch, da! Meine Fresse. Genau da gelandet, wo es reingeht. Auch geil. So. Ist nicht viel. Aber hilft uns trotzdem. Vor allem, weil wir jetzt auch hier das Ding auf die höchste Stufe bringen können. So. Fehlen jetzt also noch zwei Ausrüstungsgegenstände, dann haben wir das nächste. Dann sind wir voll upgegradet. So, haben wir das nächste? Ich weiß auch nicht, was das bedeuten soll. In dem Falle. Okay. Das wäre erledigt. Ich gucke nochmal hier drauf. Okay, da oben haben wir... Aber viel haben wir dann nicht mehr. Ja, das Kloster, das mussten wir beim letzten Mal stehen lassen. Kann sein, dass wir auch gleich nochmal hierher kommen müssen. Ich muss mal ganz kurz auf die Uhr gucken. 20 Minuten sind wir. Also die Flussraubzüge, die dauern schon so ihre Zeit. Aber ich mache den einen hier jetzt, wie gesagt, zu Ende. Vielleicht müssen wir es halt nochmal machen, um das Gebiet komplett abzuklappern. Hey! Es gibt mehr gegnerische Verstärkung entlang des Flusses. Okay, von mir aus. Mir ist das nur recht. So, und hier auf der anderen Seite haben wir jetzt direkt das nächste Lager. Na gut. Hat fast Beruhigendes, hier so lang zu machen, oder? Oder liegt das nur an mir? Und ich bin doof. Kann natürlich auch sein. Hallo! Grüße! Lass mich mal in Ruhe, ne? Schön, dass wir uns verstehen. Da haben wir doch was Schönes. Was ganz, ganz Feines. Und da haben wir auch was. Nehmen wir erstmal das hier. Ja.
los geht's! Mhm. Moin, Leute! Ey! Wie kannst du ausweichen, obwohl ich dich treffe? So, mach, dass du wegkommst. Lass unseren Draugr in Ruhe. Du Penner. Oh, der ist wirklich tot. Komm her, Alter. Gibt's ja nicht hier. Noch ein Scharmützler. Wie viele? Alles voller Scharmützler. Nur Scharmützler. Oh Gott. Alter. Der nächste ist down. Komm hoch, ey. Danke, Eivor. Hier, Alter. Scheiß Scharmützler, ey. Ich kenn das. Ich kenn das. Scharmützler sind kacke. So, da haben wir noch mehr Scharmützler. Es ist wirklich alles voll von diesen Saftsäcken. Ach, Mann. Ihr Deppen. Lasst euch doch nicht da oben umscharmützeln. Das war unser, auch noch unserer. Unser eigener. Danke dir. Hä? Okay. Natürlich ein Scharmützler. So, weg mit dir. Scharmützel woanders. Okay, so geht's auch. Moin. Hey. So, naja. Nicht ganz so effizient, wie es sein könnte. Mach das auf hier. Moin. Oh, da ist einer tot. Wahrscheinlich wieder umscharmützelt worden. So, helft mir erstmal jemand. Ich brauche hier drüben Hilfe. Dann helfe ich dem Typen auch gleich. Da, guck mal. Da haben wir es. Das Turmschild des heiligen Georgius. Ja, aber bei so vielen Scharmützlern die Schätze der Echse. Bei so vielen Scharmützlern wäre ich auch ein bisschen sauer gewesen, wenn das hier nicht das richtige Ding gewesen wäre. So, jetzt muss ich mir aber erstmal das hier schnappen, um unsere Mahlzeit wieder aufzufüllen, weil unsere Kollegen so viel davon futtern. Hier haben wir neue Pfeile. Auch immer gut. Vielleicht mache ich ja noch eine Epilogfolge, aber ich glaube eher nicht. Die muss von der anderen Seite versperrt sein. Naja, passiert. Hallo! Du entkommst nicht, du räudiger Köter! Okay. Dann entkomme ich halt nicht. So, wo haben wir denn noch? Da oben ist der Dude. Moin! Kann mir jemand kurz helfen? Ich brauche Unterstützung! Ja, wäre nämlich nicht schlecht. So, Aufi! Ernsthaft? Ist das? Hey, ernsthaft? Oh, Grüße! Feigling! Schießt! Das überlebst du nicht! Okay, dann halt nicht. Kann man jemand schnell helfen? Hey, ich schaff das nicht allein. Komm her.
Irgendeiner. Danach kümmern wir uns um die Idioten da oben. Aber jetzt brauche ich gerade mal jemanden, der hier an der Kiste mitmacht. Odin holt dich! Okay. Du bist so gut wie tot! Ich weide dich auf! Okay, dann weide mal. Oh, hi! Knack. Klemmt. Ich muss auf die andere Seite. Klemmt. Problem ist, ich kann den Raubzug hier jetzt so oder so nicht abschließen, weil es, weil unser Boot voll ist. Naja, ja, kann keine weiteren ausländischen Güter aufnehmen. Gut gelaufen. Tja. Also wir haben zwar die St. Georgius-Sachen, aber wir müssen hier nochmal hin und dann werden hier noch mehr Scharmützler rumrennen. Ich sehe es schon kommen. Ne? Okay. Von mir aus. Hey, Kampf fahren! Blödes Biest. So, na gut. Das wäre dieser Flussraubzug gewesen. Es gibt dir hier auch nichts mehr Wichtiges, ne? Muss man ja einfach mal so sagen. Das Wichtige ist vorüber. Wir können hier eigentlich nur noch die ausländischen Güter sammeln. Und die sind mir wurscht. Ich würde es jetzt noch einmal probieren. Also wir gehen jetzt erstmal zurück. So, genau. Oh, oh. Hilmwitt der Kühne wäre fast umgeklatscht worden. So, drei Schauplätze geplündert. Keiner umgekippt. Wir haben einen Schlüssel und das Schild bekommen. Sehr, sehr gut. So. Dann wollen wir doch mal gucken. Ah, jetzt haben wir halt 300. Wir bräuchten 450 von den ausländischen Sachen, damit wir möglicherweise unsere Jomswikingerhalle noch verbessern können. Deswegen auf eine Tour würde ich gerne noch gehen. Jetzt an den neuen Fluss. Vielleicht finden wir sogar noch ein Ausrüstungsstück. Könnte natürlich sein. Moin! Lust auf einen Raubzug? So, ja, theoretisch schon. Was können wir denn hier jetzt noch machen? Die Sachen von der Seherin. Nehmen wir doch mal das. Seherin-Schilde. Jackdaw, Seherin-Segel. Und Seherin-Rumpf. Cooles Ding. Warte mal, Schiff anpassen. Wie viel brauchen wir hierfür? 450 auch. Nee, warte mal. War das andere auch 450 oder habe ich mir nur das Falsche gemerkt? Wie viel brauchen wir denn dafür? Was siehst 200. du, alte Freundin? Ach! 450 wäre der größere Rumpf gewesen. Naja, easy. So, hier, bauen. Jomswikinger Halle. Ja, bringt aber nichts. Davon steigt die Siedlungsgröße leider nichts. Aber verbessern sollte man es trotzdem, wenn man dann bessere Leute freischaltet. Das ist schon gut. So, Raubzug unternehmen. Genau, da sind wir jetzt komplett fertig an der Echse. Dann reisen wir doch jetzt mal zur starke Flussverleih. Dann reisen wir doch jetzt mal zur Seafern. Bleiben bei unseren Leuten. Und gucken, wo uns die Reise so hinführt. Ich nehme nicht an, dass es großartig anders sein wird. Wahrscheinlich gibt es nur ein paar andere Gegnertypen. Mal werden es wahrscheinlich eher Sachsen sein, gegen die man kämpft. Mal eher Nordleute. Mal wahrscheinlich auch eher Banditen. Die haben ja doch unterschiedliche Spezialleute. Naja, mal gucken. Seafair. So, links oder rechts? Links oder rechts? Gute Frage, aber Hauptsache Vollgas. Da oben haben wir auf jeden Fall irgendwas. Ach, das ist das Buch des Wissens wahrscheinlich. Also müssen wir uns für den Ernstfall bis da oben durchschlagen.
Okay. Fangen wir mal wieder ruhig an, ne? Ganz ruhig. Mit einem kleinen Bauerndörfli. Los jetzt, weg hier! Na, runter da. Moin! Moin! Oh. Also ich, manchmal kann ich echt nicht gut zielen. Ja, danke schön. Das war auch mein Plan gewesen. So, wo noch? Nicht mehr hier unten. Pfeilchen, Himbeerchen. Nom nom nom. So, hier oben drin. Ja, ja, genau. Wollte ich auch gerade gesagt haben. Ach, da oben. Da oben geht es rein. So, kommt rein, Leute. Wir brauchen das für uns. Ich brauche hier mal Hilfe. Ja, also nee, ich werde keine zweite Folge davon machen. Wenn ich das hier noch irgendwann mache, werde ich das offscreen machen. Und euch dann, sobald die DLCs beginnen, zeigen, wie es losgeht. Nichts wie los! Zeigen, was ich so gemacht habe, was ich so gefunden habe. Ich gehe nämlich... Das Wither-Gehöft, oh Gott. Ich gehe nämlich eh nicht davon aus, dass wir die Ausrüstung benutzen würden, die wir da finden. Weil ich bin sehr zufrieden mit unserem... Mit dem Ding, was ich uns geholt habe. Also da kann man echt gar nicht meckern. Die Boni, die man da kriegt, die sind einfach super. Die Axt ist geil, die Ausrüstung ist geil und sieht gut aus. Also. Bist du noch bei Trost? Ja. Sorry, dass ich hier mal kurz zurücksetzen muss. Tut mir halt leid. Was haben wir hier? Dinge sollen doch gut. Keiner irgendwie Schaden davon getragen. Ich glaube, ich würde dann unsere Reise wirklich mal gern Buch des Wissens verschreiben. Oh, was haben wir denn hier? Wird dann da gleich nach oben in den Norden. Aber wenn wir hier einmal direkt in, um der Ecke sind, plündern wir mal kurz das Ding hier. Und davor haben wir doch sicherlich wieder genug hierfür. Aber aufs Eisen genau. Krass. Und stimmt, wir haben noch das... Wir haben noch den Dolch. Der muss auch noch verbessert werden. Den Sachs. Oh, hallo. Ja, komm mal her. Ausländische Güter. Ihr habt was Besonderes. Das war's schon? Das war's schon? Ehrlich? Das ist ja traurig. Alter, das ist ja wirklich traurig. Ich hole mir jetzt noch das Ding da oben, aber... Wow. Wow, wie traurig. Die armen Leute, die hier leben müssen. Haben einfach nichts. Ist ja schlimmer als in der DDR. Ja. Ja, Leute, kommt wieder mit. Hier gibt's nichts zu holen. Die sind alle arm dran. Da habe ich noch Mitleid mit denen, wenn ich länger in dem Lager bleibe. Nee, wir wollen nicht plündern. Wir müssen hier wieder raus. Rausi, genau. Piep, 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 piep. Und Segel hoch. Die Segel hoch, hoch, hoch und in die Weiten. Ja, da leben zwar noch Leute, aber Raubzug ist abgeschlossen. Das ist alles, was wir brauchen. Segel einholen! Genau, dann Segel weg. Falsche Richtung, Leute. Wenn ich nach hinten links mache, müsst ihr euch auch nach hinten... Was ist denn? Egal. Segel setzen! Auf dem Weg zum Ding. Zum Buch des Wissens. Ja, ich glaube nicht, dass wir diesen kleinen Rinnsal mit dem Bötchen hochkommen. Aber hier sieht es doch schon gut aus. Ich guck mal eben auf die Map, wie die hier aussieht. Da haben wir angefangen.
Ah, geht doch noch ein Stückchen höher als erwartet. Na komm, ein schickes Kloster. Ja, Leute, wer die meisten Raben nähert, gewinnt. Darf dann auch mit mir eine Runde Urlock spielen. Oder vielmehr gegen mich. Also, sucht's euch aus. Kämpft gut und kämpft weise und vor allem plündert gut. Und plündert viel. Ist vielleicht besser. Als weise zu kämpfen. Axt in Schädel, das reicht schon. Bei den meisten Leuten. Okay, hier geht's gar nicht lang. Gut, probieren wir es hier gegenüber. Hey, ich schaff das nicht allein. Moin, rein hier. Ausländische Güter. Sorry. Da braucht noch jemand Hilfe. Ah. War der hochlevelig? War der hochlevelig? Also jetzt echt? Okay. Das verwundert mich. So. Hallo, Buch des Wissens. Schön, dass du hier bist. Neue Fähigkeit, Schulterstoß. Stimmt, drei neue Fähigkeiten sind damit dazugekommen. Eivor führt einen Schulterstoß aus, der Gegner zurückwirft und Gegenstände zerstören kann. Angenehm. So, und da würde man wahrscheinlich von außen... Und da gibt's noch was. Gut, aber der Raubzug ist auch noch nicht beendet. Wir haben hier noch eine Kiste. Ich weiß nicht, ob es die da drüben ist. Mahlzeit. Oh, toll. Kommt mal wieder nicht rein. Leute, das ist nicht nett, dass ihr mich hier nie reinlassen wollt. Hallo! Was ist mit dem da? Der hat keinen Elan, oder? Muss ja auch nicht, ne? War ja nur eine Frage. Sonst war's das hier drin? Da kommt man auch nicht ran. Warum gibt's das hier? Ich dachte, da kommt man rein. Aber da guckt man ja nur rein. Toll. Na gut, gehen wir halt hier rein. Hey, und da ist auf jeden Fall auch noch was Weißes. Also entweder ein Schlüsselchen oder die Hinweiskarte. Moin. Schlüsselchen. So, ausländische Güter. Und damit ist unser Ding sogar schon wieder voll. Das war's. Verschwinden wir. Ja, Raubzug ist abgeschlossen. Indelkloster ist erledigt. Aber wir haben hier halt rein theoretisch unter diesem Ding hier noch was zu holen. Aber ich weiß nicht wie. Ich weiß einfach nicht wie. Huh, jetzt habe ich gerade einen Gähnanfall. Wo kommt der denn her? Probieren wir es doch einfach mal hier, oder? Hallo? Eivor? Eivor! Was soll denn das gerade? Jetzt aber! Ah. Okay. Erledigt ist erledigt. So, Freunde. Das wäre es gewesen. Wir haben hier an der Sefern zwar kein
schönes Ausrüstungsgegenständchen bekommen oder sonstiges. Wir haben eine neue Fähigkeit gekriegt, was auch schon ziemlich geil ist, aber ja, ist halt nicht alles, was man auf der Welt braucht. Aber das war's jedenfalls. Wir haben die Flussraubzüge nochmal ein bisschen ausführlicher getestet. Das war mir ein großes Anliegen, auch nochmal ohne Tutorial das Ganze hier zu machen. Macht, wie gesagt, Spaß. Ist, glaube ich, nur gerade für den Anfang ein bisschen anstrengend. Weil ich hätte, glaube ich, das Lager nicht ausbauen sollen. Ich hätte mir jetzt erstmal für 450 den Frachtraum verbessern sollen. Und dann den Frachtraum halt anpassen. Aber ja, wir wollen den Fluss verlassen. Damit man hier ein bisschen länger rumrennen kann. Weil wir haben jetzt alleine hier in diesem Kloster 150 Dinger gesammelt. Und ja, ist halt blöd. Wenn man dann nur zwei Sachen anfahren kann und dann rein theoretisch wieder zurück muss, weil es sich sonst eh nicht lohnt, weil du dann Glück brauchst, dass da die Ausrüstungsgegenstände drin sind. Also auf jeden Fall was, wo man viel Geduld für braucht. Viel Geduld, die ich momentan jetzt gerade nicht mehr habe. Zumindest nicht im Let's Play, weil es hat halt wahrscheinlich keine Story. Wenn es Story haben sollte, tut es mir leid, dass ich dem Spiel dann Unrecht tue. Aber für mich wäre es dann hier erstmal für YouTube und auch für Twitch, wo es nicht drauf lief, aber trotzdem nicht, dass mich dann jemand darauf festnagelt und sagt, du hast nur gesagt für YouTube. Unsere Jomswikinger sind unser Jomswikinger hat einen Stufenaufstieg. Das ist ja cool. Ja, genau. Also rein theoretisch hier könnten wir weitermachen, aber ist nichts für mich. Das war's für mich mit Assassin's Creed, bis die DLCs anfangen. Vielleicht habe ich dann noch ein paar Flussraubzüge ausprobiert, vielleicht nicht. Wir werden sehen. Aber auf jeden Fall hat es mir sehr viel Spaß gemacht. Vor allem das Ende war so... Und ich hoffe, die Geschichte hinter Basim geht noch weiter, wenn wir dann in den DLCs sind. War ja bei Odyssey so, ohne jetzt viel zu spoilern. Aber in dem zweiten DLC, wo es dann ab nach Atlantis ging, ja, da... hat man ja doch noch sehr viel von der Layla-Story erfahren und das fand ich sehr gut. Weil das auch ziemlich interessant ist. Bei Origins fand ich die Layla-Story komplett uninteressant. Bei Odyssey wurde es dann spannender. Und hier die ganze Hintergrundgeschichte in der Realwelt einfach nur wieder total geil. Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich in einem anderen Projekt wieder oder spätestens bei Valhalla in den DLCs, wenn es dann... Beim ersten soll es, glaube ich, nach Irland gehen, wenn ich richtig informiert bin. Genau, dass wir uns dann spätestens in Irland oder auf dem Weg nach Irland wiedersehen. Und für heute verabschiede ich mich dann von euch und bis zum nächsten Mal hoffentlich. Tschüss!